Bei Valve brodelt es. Nachdem vor einiger Zeit bekannt wurde, dass Valve wohl wieder vorhat, stärker in die Softwareentwicklung einzusteigen, taucht urplötzlich ein Patch für den ersten Teil von Half-Life auf. Ganze 17 Punkte umfasst dabei das Bugfixing. Und auch an Half-Life 2 sowie Portal 2 hat Valve herumgewerkelt. Aber was bedeutet das? Bahnt sich da etwa ein dritter Teil an? Falls Valve etwas Neues plant, werden wir wohl erst kurz vor dem Release Näheres erfahren. Aber eins steht fest, Half-Life hat es als eines der wenigen Spiele geschafft, über zwei Jahrzehnte eine starke Fangemeinde zu behalten. Mit Black Mesa sowie Projekt Borealis sind aktuell zwei nennenswerte Fanumsetzungen der alten Marke in der Entwicklung. Black Mesa als Remake des ersten Teils ist aber schon in der letzten Phase angekommen. Das Projekt Borealis hingegen wird erst in ferner Zukunft die Geschichte von der nie veröffentlichten dritten Episode von Half-Life 2 zu Ende erzählen. Die Entwickler stützen sich dabei auf eine Veröffentlichung vom ehemaligen Half-Life-Autoren Mark Laidlaw.